Wunderschöne Landschaften, Party und Erholung. Das ist Mallorca. Was wäre die Insel ohne die Menschen, die hier arbeiten, leben oder Urlaub machen? Wir stellen euch die Menschen vor, die auf ihre ganz individuelle Art und Weise mit der Insel verbunden sind. Die Mallorca-Menschen, der Podcast. Hallo, schönen guten Tag zum Mallorca-Podcast, die Mallorca-Menschen. Ich finde es immer wieder faszinierend, was für Menschen man auf Mallorca kennenlernt. Den jetzt folgenden Gast kenne ich, naja, da warst du noch so Meter 40 oder so. Die Zeit so geht. Klein war ich nie. Irgendwann warst du mal exakt 1,40 Meter. Dennis Mansfeld, hi. Hi. Mensch, du hast ja gerade ein bisschen Lauf. Eigentlich? Ja, also ja? Jetzt gerade für ein paar Tage wieder zurück auf der Insel, deswegen hat es genau gepasst. Und das war echt das Problem. Eigentlich wollten wir ja an Weihnachten was machen, aber da warst du gesundheitstechnisch ein bisschen verhindert. Ja, der hat mich Covid erwischt. Böses Virus. Ja. Bäh. Aber bevor wir jetzt zu deiner jetzigen Karriere kommen, fangen wir einfach mal an. Für mich ist es natürlich immer interessant, wenn Leute auf Mallorca aufwachsen. Mhm. Na? Du warst so um die 7 Jahre alt, als du auf Mallorca ankamst. Wie war das für dich? Fühltest du dich ein bisschen rausgerissen in Deutschland oder kannst du dich da noch dran erinnern? Also ich kann mich da noch gut dran erinnern, beziehungsweise war das am Anfang sicherlich so, dass ich damals, als meine Eltern zu mir kamen und gesagt haben, ey, wir ziehen nach Mallorca. Glaube ich, habe ich mich da so ein bisschen gegen gewehrt, würde ich sagen. Also ich bleib hier. Mhm. Ich weiß noch, meine Uroma war das damals noch, die hat dann auch noch in Deutschland irgendwie gesagt, ich bleib bei meinen Großeltern und bei meiner Uroma, ich komme nicht mit. Also als kleines Kind natürlich. Aber ist ganz schnell umgeschwankt in die beste Entscheidung, die meine Eltern, glaube ich, jemals für mich getroffen haben. Also Wie lange hat es gedauert? Bist du zu dieser Erkenntnis gekommen? Als für dich? Kind, glaube ich, dauert das maximal 15 Minuten nach Landung, würde ich sagen. Also bist du ja super schnell, dann wieder drüber und weg. Und bei mir war es wirklich immer so, dass ich glaube, so gefühlt wirklich dann nie lange irgendwie drüber nachgedacht habe, sondern sofort glücklich war. Infolgedessen kamst du ja hier dann auch gleich zur Schule? Genau, ich war hier dann direkt im Eurocampus. Mhm. Die heißen, glaube ich, immer noch Eurocampus. Genau, damals waren die in der Post, beziehungsweise sind sie wieder in der Post Cincola hier in Arenal. Mhm. Als erstes waren wir in der Post Cincola und dann waren wir im El Terreno oben. Waren die auch für eine Zeit lang so hinter dem Plaza Romila. Mhm. Und dann sind sie jetzt, glaube ich, wieder zurückgezogen. Da war ich aber noch nicht mehr dabei. Also so lange habe ich da nicht gebraucht in der Schule. Eurocampus hat ja jetzt erstmal den Vorteil Muttersprache. Ja? Genau, in dem Fall war es dann halt wirklich, also komplett deutsche Schule natürlich. Und auch, ich würde sagen, 99% deutsche Kinder. Es gibt ja mittlerweile, also beziehungsweise in Spanien ist es so, dass es ja viele deutsche Schulen gibt, Marbella, Malaga, Barcelona, überall, und Freunde von mir, die auf der deutschen Schule in Marbella zum Beispiel waren, dann ist es halt wirklich andersrum, also dass dann 90% spanische Kinder sind und dann also einfach spanische Familien sind, die ihre Kinder auf deutsche Schulen schicken, und hier ist es aber wirklich dann, ich glaube wirklich, also gefühlt 99%. Hast du denn aber trotzdem Spanisch gelernt am Anfang? Ja, auf jeden Fall. Also du hast natürlich dann Spanisch, Katalan auch als Pflichtfächer, Französisch, Englisch, also hast natürlich dann viele Sprachen. Ich bin aber dann, beziehungsweise damals war das so, du konntest es nur bis zur mittleren Reife machen auf der Schule. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Und bin dann auf die San Cayetano gegangen, auf der spanischen Schule in Palma. Okay. Also habe so ein bisschen beide Welten mitgekriegt. Wie alt warst du denn da? Das war dann in der, was ist denn mittlere Reife, 11. Klasse danach, ne? Also keine Ahnung. War ich 15, würde ich sagen. 15, 16 muss ich dann gewesen sein, genau. Also Abitur habe ich dann im Prinzip auf der spanischen Schule gemacht. Also sprichst du heute neben Deutsch, Spanisch, Katalan, Französisch, Englisch? Ja, also nicht ganz. Ich würde sagen, ich sage immer gerne, dass ich Katalan spreche. Also ich verstehe das zu 100% und kann es irgendwie auch reden, aber habe einfach nicht viel Übung drin, weil ich mit meinen Freunden, also auf der spanischen Schule San Gaetano, war dann wirklich so, dass der Unterschied zu Instituto zum Beispiel in Umayor oder anderen spanischen Schulen ist, dass es da wirklich nur Spanisch ist. Also du hast dann Biologie oder Physik oder Mathe, ist alles auf Spanisch. Bis auf Katalan dann natürlich, du hast halt Katalan als Pflichtfach und machst aber auch deine
Abiturprüfung, also deine Selektivität, wie das hier heißt, fährst du jetzt so zur Universität und machst sie dann in Katalan. Ah, also du hast trotzdem, deine Abschlussprüfung ist dann alles auf Katalan. Und ist das so ein bisschen heiß gestrickt für dich? Oder sagst du, ja nö, ich nehme das relativ, mir ist egal, in welcher Sprache ich jetzt so eine Prüfung ablege? Ja, in dem Fall war das dann, ist es dann egal, weil du es halt, also in dem Fall war ich dann ja lang genug hier auf der Insel, um alles komplett zu verstehen und auch das zu sprechen. Deswegen, das war kein Problem. Hattest du dann auch mehr spanische als deutsche Freunde? Mittlerweile würde ich sagen zu 100%. Also meine besten Freunde auch so, mit denen ich mich immer wieder treffe und so unsere WhatsApp-Gruppen habe und all sowas, alles Spanier. Also beziehungsweise ein Deutscher ist dabei, der auch auf der San Gaetano war, Fabi. Aber jetzt ist es ja so, dass du gar nicht so viel auf Mallorca bist. Du bist genau so ein bisschen kosmopolit irgendwie. Genau, also ich war dann ja auch nicht immer hier auf der Insel nach Schule. Also ich war dann ja in London und New York und wieder in London und bin jetzt seit einem gefühlten anderthalb Jahren, Weihnachten 2020 oder 21, anderthalb Jahre auf jeden Fall, wieder in Hamburg, wieder in meiner alten Heimatstadt. Hast du da noch Erinnerungen dran? Also so mit 7, weiß ich jetzt nicht. Naja, eigentlich schon, ne? Ja, also ganz ehrlich habe ich so ganz, ganz wenig Erinnerungen. Also so, wo meine Grundschule war, ich bin letztens mit dem Bus irgendwie falsch eingestiegen und dann hatte ich gesehen, Binsfeldweg. Ja, hier bin ich doch zur Grundschule gegangen und solche Sachen. Das war mal mein Schulweg. Genau, hier war mein Schulweg. Aber so an die Stadt konnte ich mich so gut wie gar nicht mehr erinnern. Also jetzt so Stück für Stück lerne ich das alles wieder kennen und weiß dann, okay, hier ist die Alster und das ist Eimsbüttel, aber Fühlst du dich denn jetzt in Hamburg genauso wohl wie in Mallorca? Allein schon wettertechnisch, aber auch leutetechnisch? Ich liebe Deutschland, weil meine Wurzeln natürlich aus Deutschland kommen. Fühle mich aber hier komplett zu Hause. Also ich glaube, ich war einfach zu klein, als ich da weg bin, um wirklich zu sagen, das ist meine Heimat oder das ist mein Land. Also ich fühle mich zu 100% hier in Spanien und auf Mallorca zu Hause. Okay. Nach der Schule, wie ging es denn da für dich weiter? Das war damals so, dass ich noch zur Schulzeit, hatte ich damals mein erstes Demo, also ich habe ja echt Musik, dann, ich würde sagen, mit 13, 14 erst angefangen, oder was heißt erst, aber gibt ja auch Leute, die mit 6 anfangen. Ich war mit 13, 14 dann mit der Gitarre dabei und habe relativ schnell angefangen, Songs zu schreiben und so das für mich zu entdecken und war Fußball dann auch auf einmal komplett weg für mich, weil ich viel Fußball gespielt habe früher und dann gesagt habe, nee, weg mit dem Ball, her mit der Gitarre. Zu anstrengend. Genau, zu anstrengend. Und und dann noch zur Schulzeit hatte ich ein Demo aufgenommen, was damals, ich weiß nicht mehr genau, wie über Freunde von Freunden irgendwie sowas in die Hände von Claudia Wolfram gegangen ist. Das war früher, das war die Managerin von Tic-Tac-Toe und hat auch mit Falco ganz lange gemanagt und auch komplett mit die Musik gemacht dann für Tic-Tac-Toe und war so hinter dem ganzen Konzept. Und darüber bin ich dann im Prinzip, also nicht reingerutscht, weil ich ja vorher schon Musik gemacht habe, aber die hat komplett an mich geglaubt und war dann wie eine komplette Mentorin für mich und hat mich komplett aufgenommen und ich bin dann so auch direkt aus der Schule ins Musikerdasein reingekommen, würde ich sagen. Du hast aber auch Werbung gedreht? Beziehungsweise eigentlich erzähle ich das nicht so gerne. Doch, na klar. das war dann aber erst in London, ich war als erstes in London für anderthalb Jahre und dann noch ein zweites Mal für drei Jahre irgendwie sowas und in der zweiten Ankunftszeit, weiß ich noch, war ich gerade angekommen, eine Woche und hatte gerade angefangen, mir irgendwie einen Nebenjob zu suchen, weil ich auch so irgendwie so ein bisschen Findungsphase wieder von wegen, okay, wieder zurück in London. London mega, mega teuer natürlich, also ich hatte ein Zimmer, irgendwie konnte ich meine Arme nicht ausstrecken für 600, 700 Pfund. Und dann war ich auf der Straße, bin da mit meiner Gitarre entlang gegangen und dann wurde ich angehalten von irgendeiner Werbeagentur, beziehungsweise eine Frau, die da gearbeitet hatte und die hat mich gefragt, ob ich Lust hätte auf Werbung drehen und dann hatte ich für 3 Monate ungefähr einen kleinen Nebenjob bei Actimel und habe dann, ich glaube, wir haben also ungelogen 150 Filme irgendwie gedreht für Actimel-Sachen, Für Internet oder was? Ja, also für Internet, für Fernsehen auch in verschiedenen Ländern. Also es war dann, du hast dann ja die ganzen verschiedenen Gebiete, Deutschland, Österreich, Schweiz war so mein Ding, weil ich dann die deutsche Sachen gemacht habe.
Aber wir haben trotzdem natürlich für Spanien, Kanada, England alles gedreht und dann in England war es, glaube ich, im Fernsehen und Radio, Deutschland war nur Internet und genau, so für jedes Gebiet dann anders im Prinzip. Ja, aber ist doch aber cool, so als Einstieg, um gesehen zu werden. Ja, also ist, im Rückblick war das auf jeden Fall super cool als Erfahrung, weil ich war, glaube ich, 22 oder sowas und du wirst natürlich super bezahlt. Also für Werbequatsch, du kriegst natürlich deine Bildrechte und dein Tagesbudget und on top irgendwie Länderrechte. Länderrechte, genau, du kriegst halt so ein bisschen von allem ab, deswegen war es, hat sich auf jeden Fall mega gelohnt damals. Mhm. Und es war halt auch einfach eine coole Erfahrung, weil es halt eine riesige Produktion war, ich würde sagen ungefähr an die 100 Leute, die da dran gearbeitet haben, videomäßig, und wir in Barcelona gedreht haben und in London und ja, also war echt eine super, super schöne Zeit und ich hatte eine kleine, du hast dann ja immer so dein Backstage, also Backstage heißt es ja nicht dann beim Video, das ist ja bei Musik, aber du hast dann halt so deinen kleinen Raum dahinter. Die Kiste. Die Kiste, genau, die dann irgendwie dreimal so groß war wie mein Zimmer bei mir mit Dusche und Essen und all drin und ich immer gesagt habe, holt mich morgens um 5 ab, ja, genau, und bringt mich spät abends zurück. Ich bleib hier. Schlafend. Genau, ich bleib hier. Ja, aber cool, du hast echt tolle und viele Sachen gemacht. Kommen wir wieder auf das Thema kurz nach Schule. Ja, klar. Jetzt habe ich auch ein bisschen Faden verloren. Nach der Schule bist du dann? Nach der Schule war ich dann gesigned hier in so einem Management-Deal mit Claudia und war dann, ich weiß es nicht mehr genau wie lange, aber gefühlt ein halbes Jahr bis zu einem Jahr hier und hatte dann mit ihrem Ex-Mann zusammen der hat immer noch ein Studio hier und der hatte auch damals, beziehungsweise die haben zusammen Tic-Tac-Toe gemacht und die ganzen Musiksachen gemacht und hatte dann gefühlt viele, viele, viele Sessions und viele Songs da geschrieben und durfte super, super viel lernen. Also es war das erste Mal, dass ich, was Musik angeht, dann ja einfach von den beiden super, super viel lernen durfte, was Songwriting angeht und wie man solche Sachen angeht. Das war eine super, super mega Schule. Eigentlich meine wichtigste Schule, würde ich sagen. Vergiss die anderen 12 Jahre davor. Danach bin ich direkt nach London gegangen, genau, und war dann da in London, hab da viel in Bars gespielt und auf der Straße Musik gemacht und genau, alles so ein bisschen. Die Mallorca-Menschen Feedback. Sende uns dein Feedback per WhatsApp-Sprachnachricht an 644-152-144 und du bist in einem der nächsten Podcasts mit dabei. Bisschen Werbung muss sein. Wir müssen die Lichter ja auch finanzieren. Ich hab dich nicht vorbereitet, aber sieht man den Profi, ne? Die haben Tic-Tac-Toe. Ist mir, glaub, ein Lied. Du bist scheiße oder sowas, ne? Ah, ich finde dich scheiße. Warum? Auch ein Mega-Hit damals gewesen. Also, es war alles, ich bin 93 geboren. Also es war, ich weiß nicht, in welchem Jahr das war. Ich glaube 95, 96, 97 gefühlt. Mhm. Also ich war da noch ein bisschen klein, um das alles mitzukriegen, aber hab's dann später. Genau, alles. Aber jetzt muss ich mal einen anderen Bogen schnell wieder zwischen reindonnern, weil ich kriege ja gerne meine Gäste durcheinander. jetzt hast du ja eine ähnliche Biografie wie Nico Santos. Ja. Eigentlich ja, ne? Ich glaube, er ist hier geboren. Weiß ich jetzt nicht. Fragst du den? Aber ihr seid auch so ungefähr. Muss mal Nico einladen hier, ja. Damit er das so. Ja, da komme ich nicht ran. Durch die Reichweite habe ich, glaube ich. aber ihr habt wirklich ein fast identisches, auch Zeit vom Zeitablauf seid ihr eigentlich gleichzeitig aufgeschlagen hier auf der Insel. Hattest du irgendwann mal Kontakt mit ihm? Nee, beziehungsweise hier auf der Insel gar nicht und auch in Deutschland. Ich habe letztens ganz kurz, genau, weil ich ja mit Sarah Connor auf Tour bin und das alles so eine Clique ist. Ihr Mann macht auch ihr Management und das ist Management von Nico Santos und vielen anderen tollen Leuten. Und hatte letztens ihn einmal kurz kennengelernt, aber also im Vorbeigehen eine Minute geredet. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich ihn mal kennengelernt habe. Wann, dann war er auch 1,40 Meter. Also ich war irgendwann mal bei einer Freundin auf eine Geburtstagsparty eingeladen und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, das ist 15 Jahre her oder kann schon sein. Und ich bin der Meinung, es hat geheißen, dass es im Wellenbrink seinen Sohn. Damals überhaupt kein Bezug und dann hat man da ein bisschen im Pool rumgeplanscht und also wenn, dann ist es wirklich ewig. Aber ich bin mir nicht sicher, es kann auch was völlig anderes gewesen sein. Ja, aber ähnliche Stories, also wie wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viele deutsche Kinder hier aufwachsen, aber ganz lustig.
Ja, aber es ist, also obwohl das jetzt ja Musik ist ja immer so eine Mischmenge, ne? Also da versucht man ja schon, wenn man jetzt als Deutscher auf Mallorca Musik macht, andere Deutsche zu finden, die vielleicht auch Musik machen. Bei dir war das nie so, ne? Naja, also bei mir war es halt, glaube ich, so zum Beispiel meine Band, wir sind zu fünft, aber sind alles Spanier und ich glaube so, was vielleicht bei beiden, also ich habe überhaupt keine Ahnung von Nikos Leben, aber bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich dann halt komplett nicht in dieser deutschen, in unserem deutschen Clan, den es hier auf Mallorca gibt. Also die deutsche Bubble. Dann genau da überhaupt nicht drin bin und auch nicht drin war, weil ich halt auf der Spanischschule war, alle meine Freunde Spanier waren und deswegen ich dann alles, was Musik immer angeht, immer halt, ja, wie in der Native-Szene sozusagen eher unterwegs war. Findest du die, also da habe ich jetzt wiederum überhaupt keine Ahnung, die spanische Bandkultur oder sowas, wie unterscheidet die sich jetzt von der deutschen Bandkultur? Oh, schwer. Also ich glaube, was das Tolle ist an Musikern und an Musik generell, ist, dass egal wo du bist auf der Welt, immer dass der gleiche Schlag Mensch ist, die Musik macht. Und man sich so, glaube ich, immer super versteht, egal woher du kommst. Also da gibt's jetzt keine großen Unterschiede. Du hast aber hier auf Mallorca, auch wenn man das vielleicht immer gar nicht so weißt. Du hast natürlich keine große Live-Musikszene, also es gibt jetzt nicht viele Bars oder so, wo du live spielen kannst, ich glaube im Shamrock unten oder im Hogan's oder dann Jazz for You war das damals, ich weiß nicht, ob das immer noch so heißt. Aber es gibt hier mega, mega, mega super Musiker, also auch auch von hier und auch super erfolgreiche Sachen. Es gibt jetzt gerade zur Zeit, weil meine Band spielt auch für einen Rapper, der heißt Rels B. Einer der erfolgreichsten Leute, was Spotify-Zahlen angeht, also 10 Millionen monatliche Hörer, also Hammer. alles größer als was wir in Deutschland kennen sozusagen und sind in Mexiko, ganz Südamerika, jetzt in Amerika auf Tour, also das darf man nicht unterschätzen, das was, ist was halt hier rauskommt. Das ist wirklich der Vorteil von Spanisch, ne? Das auf jeden Fall, ja klar. Nach Englisch eigentlich, naja, Chinesisch natürlich noch, aber schon eine Weltsprache. Naja, und du hast halt auch mittlerweile das Latin Music, also das ganze Spanische ist natürlich mittlerweile in Amerika, also in den USA, es ist einfach riesig, dadurch, dass natürlich super, super viele Südamerikaner einwandern, ist es also ja Weltsprache, was Musik angeht im Moment. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Ja. Du hast. Bin gespannt. Es ist nämlich nicht abgesprochen. Das, was wir abgesprochen haben, haben wir ganz am Anfang durchgemacht. Aber das finde ich, so muss der Podcast sein. So liebe ich das. Aber es ist ja auch einfach. Du kennst das ja alles. Du hast vor 3 Jahren Inselradio gemacht. Genau. Viva la vida. Ja, genau. Sommer, oh, wieder. Sommer vor 3 Jahren. Genau. Sommer vor 3 Jahren. Müsste sein, ne? Ja. Wie kam denn die Kooperation zustande? Ich bin, beziehungsweise war das so, kleine Backstory dazu ist, aus London bin ich hier zurückgekommen, weil ich einen schwedischen Produzenten kennengelernt habe, Fredrik Tomander. Super, super mega Songwriter und super mega Produzent, hat für Luis Fonsi, Jennifer Lopez, Justin Timberlake, ABBA, beziehungsweise eine von den ABBA-Frauen Songs geschrieben und die haben hier ein großes Studio aufgemacht in Palma Music Studios heißt das. Nonplusultra, was Equipment und Studio alles angeht, zusammen mit dem CEO von EasyJet, auch ein Schwede, Johan Lundgren, haben die sich zusammengetan und gesagt. Ich glaube, irgendwas mitbekommen. Ja, das war auch immer gern öfters hier in Zeitung und Radio mäßig. Und der hatte mich dann damals irgendwie so ein bisschen überredet, da in sein Songwriting-Team zu kommen. Und dann hatte ich da einen Verlagsdeal. Also als Musiker hast du ja einmal den Teil von wegen als Künstler da sein und dann hast du einen Plattenvertrag und in die Welt. Und als Songwriter kriegst du dann einen Verlagsdeal im Prinzip. Also Leute, die sich um deine Autorenrechte kümmern. Und dann habe ich da einen Verlagsdeal unterzeichnet für 4 Jahre. Der jetzt im Juli, ich glaube jetzt im Juli irgendwann. Und dort kam dann per Zufall, ich weiß nicht mehr genau wieso, aber Daniel Vulic vom Inselradio rein. Und ich hatte damals gerade meinen ersten Song geschrieben, weil Frederik mich dann überredet, ey komm, lass uns doch einen Song mit dir releasen, einfach wir machen das hier, schreiben einen Song, wir produzieren hier was zusammen und dann releasen wir das einfach, mal sehen, was passiert.
Und Daniel ist reingekommen und dann war es dann so, dass ein super lieber Mensch Daniel kam dann sofort und ich sage, ah, du bist auch deutsch und ja, interessant. Und ich sage, ah, hier, ich habe einen Song natürlich und dann er sagt, ah, ja, super cool, spielen wir gerne mal sehen, wie das funktioniert. Und den ersten Song haben sie dann im Inselradio gespielt und das hat super funktioniert. Also es gab super Responsen und dann hatte Daniel die tolle Idee. Ich glaube, die hatten das vorher schon 1-2 Jahre gemacht. Ich weiß es aber nicht genau, zu sagen, hey, wir wollen gerne einen Inselradio-Sommersong haben. Mhm. Und mich dann gefragt, ob ich Lust hätte, den zu schreiben. Und so kam das dann im Prinzip zustande. Und ich weiß, wir waren dann unten in der unteren Etage vom Studio, war ich zusammen mit einem schwedischen Freund von mir, dem ich dann einen Song schreibe, der gerade da war aus Stockholm. Und ich hatte ihm dann erzählt, ey, ich habe hier im Prinzip eine Anfrage bekommen, ob wir einen Sommersong schreiben wollen fürs deutsche Radio. Er sagt, ja, komm, lass mal gucken, was wir machen können. Und dann innerhalb, also wirklich, wie das dann oftmals so ist, innerhalb von 5 Minuten Song fertig gewesen und gesagt, ey, ja, cool, zeigen wir mal. Ja. Mal sehen, also in dem Fall, du weißt natürlich dann nie, ob das irgendwie cool ist oder nicht, gerade was gemacht. Und dann kam Daniel, ich würde sagen, ein paar Tage später dann wieder ins Studio, hat sich das angehört und war mega geflasht und genau, und dann hat das Ganze so ein bisschen seinen Lauf genommen. Ich habe ja, muss ich gestehen, es gab mal in dieser Covid-Zeit, das war ja dann das erste Covid-Jahr danach, mein Lieblingssender ist ja SWR3. Höre ich eigentlich immer nur und ich weiß auch nicht warum. Und die haben dann irgendwann mal eine Kooperation gemacht in der Covid-Zeit, also einen Nachmittag mit anderen Radiosendern. Mhm. Unter anderem war damals als erster Radiosender war dran irgendwas aus Tirol. Dann habe ich, kennt jemand, der dort arbeitet, hab da eine E-Mail hingeschrieben, hab gesagt, du, pass mal auf, hier gibt's doch das Inselradio, mach doch mal eine Kooperation damit. Ewig lang nichts gehört, hat dann auch wirklich ein halbes Jahr gedauert und dann kam irgendwann mal eine E-Mail, ja, ist in Vorbereitung. Okay. Naja, toll, ne? Ja. Auf jeden Fall hat dann irgendwann ein halbes Jahr später oder so hat SWR3 mit dem Inselradio eine Kooperation gemacht. Die haben einen halben Nachmittag zusammen gesendet. Und da kam dann unter anderem dein Song Viva La Vida bei SWR3. Und, also lass mich nicht schlagen, aber die spielen den tatsächlich ab und zu. Ja, also ich weiß, dass dass in Deutschland denn der Song öfters gespielt wird in Radiostationen. Ich weiß, dass die bei Radio Hamburg, also was natürlich dann für mich als Hamburger, hatten die eine Präsentation gemacht von dem Song und die haben ja auch hier im Inselradio immer lädt sich Daniel oder beziehungsweise Inselradio lädt sich ja immer dann die Morning Host, genau, Gastmoderatoren ein. Und ich weiß, dass genau John Mendt kam da einmal aus Hamburg, da hatten wir ein Interview gemacht das letzte Mal, als er da war. Und aber auch viele andere Radiomoderatoren aus ganz Deutschland. Und so hat, also ich glaube, das Inselradio viele Connections dann natürlich auch nach Deutschland hin. Ich fand das toll. Ich habe dann deinem Vater total auch gleich einen Screenshot geschickt, ne? ja, total. Der war, oh, happy, oh, völlig ausgeflippt. Da hat es auch gleich toll bei Facebook dann gefunden. Ich fand das witzig. Ja, und dann ging's natürlich weiter. Du bist dann, glaube ich, danach nach Hamburg. Genau, ich war dann hier für 3 Jahre ungefähr im Nebenstudio und hab dann dort super auch nochmal, also wieder nächsten Schritt, weil auch für Leute, die das nicht wissen, aber Schweden ist das Nonplusultra, was Popmusik angeht. Mhm. Also was Songwriter angeht, gibt's nichts Größeres als Stockholm durch das ganze Max Martin Zeug damals, die für Backstreet Boys und Britney Spears alles geschrieben haben und Fredrik ist damit groß geworden, also war in den gleichen Studios, in Sharon Studios und hat dann für NSYNC damals die ganzen Sachen gemacht. Und dort durfte ich dann einfach super, super viel lernen, weil echt die besten Songwriter, also aus ganz Schweden dann hier runtergekommen sind und ich dann mit ganz tollen Leuten schreiben durfte und viel gesehen habe, okay, so funktioniert das und in die Richtung geht das. Und dann war das so, dass eine deutsche DJ-Gruppe gestört, aber geil, heißen die. Ja, kenn ich. Die sind hier runtergekommen und haben dann 2-3 Songs, brauchten 2-3 Songs und dann hatte ich ein bisschen was für die geschrieben. Und dann war eine Single dabei und der Manager von Gestört aber geil, beziehungsweise einer der Leute, die sich darum kümmert, Oliver,
Mit dem bin ich dann damals super gut zusammengekommen und genau, der ist jetzt mittlerweile auch mein Manager in Deutschland und der hat mich dann im Prinzip wieder zurückgezogen nach Deutschland. Immer noch vielen Dank, Olli, falls du das irgendwann mal hörst. Olli, du böser Mensch, nimmst uns hier nein, den. Nein, aber überhaupt nicht, den, aber super, genau. Und dann, genau. Und dann ging es wieder vor anderthalb Jahren zurück nach Hamburg. Und du hast vorher schon angesprochen, du bist jetzt Vorband oder Vorsänger oder was sagt man jetzt da? Du bist alleine oder mit Band? Oder? Nee, beziehungsweise jetzt im Moment bin ich alleine auf Tour gewesen mit Sarah Connor. Also über Olli ist es dann zustande gekommen. Olli macht auch viele Sachen immer für Sarah und das ganze Team in die Richtung. Und ich durfte dann Sarah kennenlernen vor, gefühlt in der ersten Woche, als ich wieder zurück war. Also sicherlich auch anderthalb Jahre ist das hier oder ein Jahr. Und haben ein paar Sessions zusammen gemacht, ganz am Anfang sofort und dann über das Jahr hinweg immer wieder zusammen geschrieben und für meine Sachen. Und ja, einfach ein ganz, also ich hatte immer super viel Glück gefühlt mit den ganzen Leuten, die ich kennenlernen durfte und die mir geholfen haben und mich unterstützt haben. Also vom allerersten Claudia bis jetzt zu den letzten Leuten, also echt immer ganz, ganz toll. Und Sarah ist, wie gesagt, einfach ein super, super lieber Mensch und super Unterstützer. Wo geht dann deine Reise hin? Was denkst du? Also du redest relativ viel über Songwriting. Also machst du das mehr als selber für dich? Nein, überhaupt nicht. Also jetzt eigentlich genau andersrum. Hauptsächlich ist jetzt Fokus auf meine eigenen Sachen, auf meine Karriere. Deswegen genau bin ich auch als Vorband dann mit meinen Sachen, natürlich mit meinen eigenen Songs bei Sarah unterwegs. Und kompletter Fokus auf meine Songs. Also jetzt am nächsten Freitag kommt ein Remix von meiner letzten Single von I Wish I Was a DJ raus. Dann einen Monat später mein nächster Song. Wir haben jetzt ein paar Songs in Hamburg gemacht mit anderen Leuten als Featurings aus Deutschland. Und genau, also kompletter Fokus auf meine eigenen Sachen. Du hast sicher eine Playlist? Ich habe eine Playlist, Official Dennis Mansfield Playlist auf meinem Spotify. Verlinke ich natürlich. Ja, auf jeden Fall. Super, super gerne. Aber was denkst du jetzt, wenn du jetzt ein bisschen Orakel spielen würdest? Ne? Also das ist jetzt wie weit weg? Das ist eine böse Sache. 10 Jahre? Nein, aber lass es mal. Ja, sag mal 5 Jahre. Okay. Was denkst du? Wo bist du? Also wir reden dann in 5 Jahren nochmal. Ja. ich hoffe auf jeden Fall, dass es alles so weitergeht wie bis jetzt, weil es bis jetzt immer die nächsten tollen großen Schritte gab und jetzt, weiß nicht, letzte Woche irgendwie vor 22.000 in Köln in der Lanxess Arena zu spielen oder Mercedes-Benz Arena in Berlin, war bis jetzt das Größte, was ich jemals machen durfte und das in 5 Jahren alleine zu schaffen, nicht als Vorband, okay, wäre natürlich das Größte für mich und darauf arbeite ich hin. Wie war das für dich? Also, naja, ich kenn's von mir, also ich kann ja keine Musik machen, also ich Zeichnen, Musik ist alles überhaupt nichts für mich, aber ich kann mich tatsächlich vor eine Gruppe von Leuten stellen und einfach reden. Das funktioniert offensichtlich. Ja. Aber wie war es jetzt für dich, da rauszugehen mit deiner Gitarre in der Hand und auf einmal da... In die Hosen gemacht. nein, überhaupt nicht. Also lustigerweise war das so, dass ich hatte natürlich vorher immer schon mal, du spielst natürlich super, super, super viele verschiedenste Gigs als Musiker von klein auf bis jetzt, aber ist natürlich was ganz anderes, vor so vielen Leuten zu spielen. Aber es war wirklich so, dass am ersten Tag, ich glaube, ersten Tag haben wir in Leipzig gespielt, doch in Leipzig, genau. Und da war das so, dass natürlich alles neu ist, Licht, In-Ears, viele Leute, hier 3 Minuten, dann Mansfield auf die Bühne etc., dann ist natürlich schon so ein bisschen, wo du denkst, okay, ganz anders als andere Gigs. War aber am zweiten Tag war ich überhaupt nicht mehr nervös, also war einfach wirklich nur, dass ich gedacht habe, ey, genießen und super dankbar und irgendwie, also einfach wirklich gefragt habe, darf ich schon rauf auf die Bühne oder muss ich noch warten? Geht's los? Genau. Wenn jetzt jemand, also ich hatte jetzt letzte Woche ein Konzertereignis, wenn du jetzt da rausgehst und du weißt ganz genau, eigentlich haben die Leute für Sarah Connor bezahlt. Ja, klar. Jetzt kommt dann Dennis Mansfield. Hast du das Gefühl, dich kennt schon jemand davon oder
Wie fühlst du dich da angenommen dann vom Publikum? Du bist natürlich als Vorband, ich würde sagen, also es war jetzt in dem Fall, war es nicht so, aber ich glaube, es ist super hart, als Vorband rauszukommen, weil natürlich die Leute sagen, entweder ich kaufe mir gerade eine Currywurst oder ja, genau. Ich diskutiere noch mit ihrer Freundin, ob lieber weiter vorne oder hinten. Genau, und du bist natürlich nicht der Hauptdeck. Es war aber so, dass Sarahs Publikum, glaube ich, ein super, super liebes Publikum ist. Also waren alle super responsive und alle mitgesungen. Und es gibt dann einen Moment, beziehungsweise ich spiele alleine im Moment Akustikgitarre mit Loop Pedal. Also so ein bisschen, wie das Ed Sheeran macht, mit so Percussion-Sachen aufnehmen und solche Sachen. Dass du so ein bisschen mehr Drive natürlich reinkriegst, weil alleine Akustikgitarre zieht sich vielleicht ein bisschen dann nach einer Zeit. Und einmal spiele ich einen langsamen Song, den ich vor 3-4 Wochen geschrieben habe oder so, und mach so ein bisschen hier, mein Name ist Mansfeld, ich bin hier, um heute euch warm zu machen, als erstes kleine Stimmbandübung, alle singen zurück, weißt du, du denkst natürlich vorher, okay, wie man das machen kann. Und in dem Fall ist es dann so, dass dann der nächste Teil als vierter Song ist, ey, und jetzt wärmen wir unsere Handy-Akkus ein bisschen auf und du wirklich dann 10.000, 15.000 Handys auf einmal in die Höhe gehen und du sagst, ey, alle machen mit, was denn, alle singen den letzten Refrain mit, also super, super toll, also es war wirklich besser als gedacht, auf jeden Fall. Okay, aber jetzt die Songs kennen ja die wenigsten, singt da denn jemand mit? Die Songs kennt natürlich in dem Fall keiner, weil ich auch teilweise Songs spiele, die noch gar nicht released sind von mir, also Songs, die auch gar keiner kennen kann. Also du probierst die Songs gerade an einem 20.000 Leute Publikum aus. Genau, also du probierst natürlich irgendwie so ein bisschen, in dem Fall spiele ich, ein Coversong, um die Leute ein bisschen zu kriegen, um zu sagen, ey, ich gebe euch was, was ihr kennt, damit ihr ein bisschen mitsingt, relativ am Anfang. Und du dann so die Leute ein bisschen mit reinkriegst. Aber viele Songs, wie gesagt, die auch noch nicht released sind. Ich find's faszinierend. Eigentlich könnte ich jetzt noch mal eine Stunde länger reden. Unsere halbe Stunde ist rum. Dennis Mansfeld, ich bedanke mich für dich, bei dir. Fürs Herkommen. Mich kannst du dich auch gerne bedanken. Für dich. Wenn ich nachher heimfahre, winke ich nochmal. Ja. Vielen Dank, danke, Dennis, dass ich hier sein durfte. Ich danke dir fürs Kommen und gute Heimfahrt. Bis dann. Ciao. Tschüss.